Sie suchen das Paradies auf Erden, doch sie finden den Tod. Es ist das Jahr 1929. Eine Gruppe deutscher Auswanderer besiedelt das Paradies Floriana, eine unbelebte Insel des Galapagos-Archipels. Sie leben den Aussteigertraum. Es ist eine Geschichte, wie sie kein Roman hätte besser schreiben können. Ein exotischer Schauplatz, extravagante Protagonisten und erotische Verstrickung. Doch die Geschichte ist echt und schnell ziehen Intrigen, Verrat und Misstrauen auf der Insel ein und schließlich auch der Tod. Drei Menschen sterben auf Floriana unter mysteriösen Umständen, drei weitere verschwinden für immer spurlos. Bis heute konnte nicht restlos aufgeklärt werden, was auf Floriana passierte. Die einzigen Überlebenden schweigen. Sie haben das verhängnisvolle Machtspiel gewonnen. Mehr zu dem ganzen Fall findest du auf meinem YouTube-Kanal.